Genau, wie hat es euch denn gefallen? Ja. Super, super. Das ist ja gut. Ungewöhnlich. Insofern, dass der Workshop im eigentlichen Sinne Punkt A, Punkt B, Punkt C nicht abgearbeitet wurde, sondern dass die ganze Thematik in einer einfachen und gegenseitigen Form durchgearbeitet wurde, erzählt wurde, die Fragen und Antworten schön aufeinander abgestimmt waren, dass eine gewisse Dynamik, eine gewisse Eigendynamik sich entwickelt hat in der Gruppe. Da fand ich eben sehr schön, dass diese untereinander und das Miteinander sich eigentlich von der ersten Minute an ergeben hat. Weil hier haben sich Leute getroffen, die ein gleiches Ziel verfolgen und durch den Trainer, die seine Erfahrung eben ganz unkompliziert, einfach und verständlich rübergebracht wurden und mit der Umsetzung, mit der praktischen Umsetzung vor der Kamera auch die direkten Erfolge sofort erkennbar waren. Also ich kann mich nur anschließen, für mich war das Spielerische, also oder ich habe es als sehr spielerisch erlebt, wie wir die Themen abgearbeitet haben, auch die technischen Aspekte, von denen ich bisher eigentlich keine Ahnung hatte. Aber so wie es dargestellt oder so wie es uns nahegebracht wurde, ist das eben so weit in den Hintergrund gerückt, dass es quasi schon fast nebensächlich wurde, quasi zu filmen und quasi der Inhalt so weit herausgestellt wurde, dass es so, na, wie auf Knopfdruck, dass so, okay, jetzt sind wir soweit, jetzt ist alles fertig. Also so wie ein Fluss, dass es einfach, ja, durchgelaufen ist. Also so harmonisch, so habe ich das empfunden. Und naja, besonders gut hat mir eben gefallen, dass es in diese Geschichten eingebettet war, was es für uns zu lernen gab. Und dass wir eben von deinen ganzen Erfahrungen profitieren konnten. Und dass man eben auch die Kompetenz dahinter gemerkt hat. Also dass einige Fehler uns jetzt nicht mehr passieren werden einfach. Also dass wir uns Lernzeit erspart haben. Mir hat besonders gefallen, dass das Ganze wurde von Thomas sehr, sehr interessant gemacht, sehr bildhaft auch, weil er von seinen eigenen Erfahrungen sehr viel erzählt hat und das Fachliche dadurch unterstrichen hat, unterstützt. Und das wurde in keinem Moment langweilig und trotzdem war seine Kompetenz ziemlich deutlich. Und die Resultate haben wir alle gesehen. Dankeschön. Ich habe noch was, was mir aufgefallen ist. Also das hat mich selber sehr beeindruckt nach dem Kameracoaching. Also ich hatte schon mal ein Video gedreht, habe mich dort auch selbst gesehen und habe mich selbst quasi so innerlich sehr kritisiert, was ich mache, wie ich dort auftrete. Also ich habe mich selbst als irgendwie unangenehm auf diesem Video empfunden. Nachdem ich jetzt das Coaching mitgemacht habe, das Kameracoaching, hat sich das total verändert. Also ich finde mich selbst in dem Video sympathisch, was ich so davor in einem Video nie erlebt habe. Also so, na, ich bin halt so, wie ich bin und das hatte ich davor in den Videos nie.